Das hätte er sich auch nicht träumen lassen. Frank Stäbler, Profiringer, starker Mann. Plötzlich nicht mehr in der Lage, eine Kerze auszupusten. Lange ist das noch nicht her. Stäbler, zweifacher Europameister, dreifacher Weltmeister. Nur eine olympische Medaille fehlt ihm noch. Doch kurz vor den Spielen von Tokio hat er keine Puste mehr. Und da war zum Beispiel eine Laufbanddiagnostik, ein Belastungstest. Und man ist da in so einem Gurt drin, mit so einer Atemmaske, muss man sich vorstellen. Und ich weiß nicht genau, ich habe den Arzt hergerufen und sage, hey Julian, machen Sie diesen verdammten Gurt locker, ich kann nicht atmen. Und er guckt, und das werde ich nie vergessen, guckt so runter und zieht den Gurt so vor und sagt, Herr Stäbler, Sie haben hier 5 cm Spielraum. Und in der Sekunde wusste ich, verdammt, das hat nichts mit dem Äußerlichen zu tun, mit einem Gurt. Das ist in mir drin, irgendwas schnürt mich komplett weg. Im Oktober letzten Jahres erkrankt Stäbler an Covid. Die Krankheit übersteht er zunächst gut, klagt kurz darauf aber über Atemnot. Diagnose Long-Covid, also eine Langzeitfolge der Corona-Infektion. Und Hoffnung auf Besserung machen ihn die Ärzte nicht. Die Diagnose von meinen Ärzten war, dass ich jetzt Asthmatiker bin, Belastungsasthmatiker und auch ohne Medikamente nicht mehr leistungsfähig sein kann. Und ich wollte das aber nicht. Ich wollte jetzt nicht mehr an einem Asthma-Spray hängen zum Rest meiner Karriere. Das ist für mich schon Schwäche, kann man so fast sagen, jetzt abhängig zu sein, nicht mehr aus meiner eigenen Kraft es schaffen zu können, sondern in Abhängigkeit von Medikamenten zu stehen. Und dann habe ich an ein Treffen gedacht, an einen Freund, an Yassin Seiwasser. Der ist Atemtrainer und beginnt mit Stäbler ein spezielles Training. Dreh und die Übungen intensiv. Anfangs hat er sogar Muskelkater im Zwerchfell. Stäbler vertraut aber voll auf die Methoden seines Freundes. Zu wichtig ist ihm das große Ziel, Karriereende mit einer Medaille bei Olympia. Tief ein und aus. Genau, Gesicht locker lassen. Dass wir die Leistungsfähigkeit zurückbekommen, das habe ich absolut nicht als Fragezeichen. Wir schaffen das 100%, nur wir haben einen Zeitdruck. Erst 4 Monate nach Beginn seiner Atemtherapie kann Frank Stäbler wieder normal trainieren. Kommt tatsächlich in Form, hungert 8 Kilo runter, erreicht Wettkampfgewicht. Heutzutage geben viel zu viele Menschen zu früh auf. Und ich möchte da als Vorbild voranschreiten und zeigen, dass man, wenn man nur durchhält, manchmal auch das Unmögliche schaffen kann. Stäbler hat es nach Tokio geschafft. Die Atemübungen aber sind Teil seines Alltags geworden.